fing alles auf diesem Markt im chinesischen Wuhan an. War der Handel mit Wildtieren dort die Ursache für den weltweiten Ausbruch? Auch mehr als 3 Jahre nach den ersten Covid-Fällen in China ist der genaue Grund nicht bekannt. Auch für die These, das Virus könnte in einem Labor entsprungen sein, gibt es allerhöchstens Hinweise. In den USA hat sich heute der Kongress mit Studien über den Auslöser von Covid beschäftigt. Kerstin Klein über wissenschaftliche und politische Uneinigkeiten. Jahrelang haben die Republikaner auf diesen Moment gewartet. Der Untersuchungsausschuss zum Ursprung des Coronavirus beginnt seine Arbeit. Aus ihrer Sicht haben die Demokraten diese Frage bisher unterdrückt. Dabei untersuchen mehrere US-Behörden, beauftragt von Präsident Biden, genau das bereits seit einem Jahr. Sprang das Virus hier auf dem Markt von Wuhan von Tier auf Mensch über? Oder war es ein Laborunfall, der die Pandemie auslöste? Die Mehrheit der US-Behörden neigt zur ersten Hypothese, aber das FBI und das Energieministerium erklärten, das Virus sei eher im Labor entstanden. Auch die 4 heute befragten Experten teilen diese Einschätzung mehrheitlich. Die Frage nach dem Ursprung bleibt ungeklärt, aber ein Laborunfall ist seriös möglich, wenn nicht sogar ausgesprochen wahrscheinlich. Doch geht es bei dieser Befragung wirklich nur darum, den Ursprung zu ergründen? Der ehemalige Direktor der US-Gesundheitsbehörde CDC sagt aus, Dr. Fauci, der oberste Pandemiebekämpfer unter Trump und Biden, habe zu einseitig auf den Wuhan-Markt als Ursprungsort gesetzt. Es wurde sich entschieden, nur die eine Theorie zu kommunizieren. Und jeder, der wie ich widersprach, wurde zur Seite geschubst. Ich war ja nur der CDC-Direktor. Es sind vor allem parteipolitische Töne, die diese Anhörung dominieren. Und auch sie sind zu hören, Anti-China-Töne. Die chinesische Regierung würde enorm davon profitieren, zu zeigen, dass das in der Natur existierte und so zu Menschen kam. Aber sie konnten uns kein einziges Tier als Beleg liefern. Es gibt keinerlei Transparenz auf Seiten der Kommunistischen Partei Chinas. From the CCP when it comes to investigating the origins of this disease. Das amerikanisch-chinesische Verhältnis zurzeit auf einem Tiefpunkt. Eine Entwicklung, die Experten besorgt. Die Politiker glauben, dass es gut ankommt, wenn sie sagen, sie sind hart gegenüber China. Und die anderen seien schwach. Und China ist ein Thema, aus dem beide Parteien gerade politisches Kapital schlagen wollen. Ein Überbietungswettbewerb, nicht nur in diesem Ausschuss, der in den kommenden Monaten noch an Fahrt aufnehmen dürfte. Ja, das schwierige amerikanisch-chinesische Verhältnis wollen wir vertiefen mit Kerstin Klein in Washington. Kerstin, es ist ja nicht nur der Vorwurf, dass Corona aus dem chinesischen Labor kommen könnte. Da waren zuletzt Spionagevorwürfe, als die USA Ballons am Himmel abgeschossen haben. Und nun hat der chinesische Staatspräsident die USA scharf angegriffen. Wie ungut ist diese Dynamik, die gerade da entsteht? Ja, die ist tatsächlich sehr ungut, zumal wenn man sich diesen Vorfall mit dem Ballon nochmal anschaut. Damals hat Lloyd Austin, der Verteidigungsminister der USA, versucht, seinen chinesischen Counterpart zu erreichen und der ist nicht rangegangen ans Telefon. Und das heißt, da gibt es keinen Gesprächskanal mehr offenbar zwischen China und den USA. Und das ist bei diesem Vorfall jetzt noch gut gegangen, aber man stelle sich vor, es passiert noch etwas Gravierenderes und die beiden Länder können sich nicht miteinander austauschen. Das ist tatsächlich sehr besorgniserregend. Und dann ist auf anderer Seite hier eben im nächsten Jahr auch wieder Wahlkampf und dieses Tough on China, hart zu sein gegenüber China, ist tatsächlich etwas, worin sich hier gegenseitig gerade die Politiker beider Parteien zu überbieten versuchen. Ja, und welche Folgen könnte das Ganze haben? Da könnte ja ein großer Wirtschaftskrieg entstehen, der ja dann auch uns Europäer betrifft. Ja, ganz offen will keiner reden über das Thema Sanktionen. Es ist ja im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg die Rede davon, dass die USA und auch die Europäer China warnen davor, Russland Waffen zu liefern. Und es steht im Raum, dass es in diesem Fall eben auch zu Sanktionen kommt. Nur sagen will das keiner, aber Sanktionen würde alle hart treffen. Die Europäer, ganz besonders Deutschland mit einer großen wirtschaftlichen Verbundenheit mit China, aber auch die USA. Die versuchen hier gerade unabhängiger zu werden von China. Aber es gehen doch auch noch viele Exporte nach China, viele Dinge werden importiert. Das heißt, das ist etwas, was man
wahrscheinlich vermeiden versucht, aber was auch niemand ausschließen will. Und jetzt am Freitag, da wird nochmal Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin der EU, hier in Washington zu Gast sein. Und da wird es hinter verschlossenen Türen ganz sicher auch um dieses Thema gehen dürfen. Danke, Kerstin.